Ein wichtiges Auswahlkriterium beim Kauf von einem Neufahrzeug ist immer Längsschläfer oder Querschläfer. Was die Vorzüge vom Querschläfer bzw. vom Längsschläfer sind, darum geht es jetzt in diesem Video. Mein Name ist Matthias Klein aus dem Pössl Center in Metzingen. Ja, das hier ist jetzt ein Längsschläferbett. Ich bin jetzt im Summit 640 drin. Insgesamt gibt es in allen 640er Fahrzeugen, in fast allen, es gibt eine Ausnahme, in fast allen 640er Fahrzeugen die Längsbetten. Wenn man auf 6 Meter geht, in der Fahrzeuglänge auf 6 Meter, dann sind es fast immer, auch da gibt es wenige Ausnahmen, auch da sind es dann fast immer die Querschläfer. Querschläfer heißt, ich schlafe mit den Beinen hier, mit dem Kopf da oder andersrum. Längsschläfer heißt, so wie hier, ich schlafe mit dem Kopf hinten oder mit dem Kopf vorne. Jo, was sind die Vorzüge von einem Längsschläfer? Auf jeden Fall ein großer Vorzug ist, du hast einfach sehr viel Platz und musst, wenn du nachts mal, wenn einer nachts raus muss, man muss nicht übereinander drüber klettern. Man hat hier ein separates Bett, hat hier ein separates Bett. Und wenn einer aufsteht, stört es der andere nicht, der kann gemütlich weiterschlafen. Ich habe bei so einem Längsschläferbett auch immer ein schöner, guter Aufstieg, immer mit diesen Treppen. Da habe ich auch zusätzlicher Stauraum nochmal drin und so komme ich gemütlich in mein Bett rauf und runter. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt mal mit mehr Leuten unterwegs bin, vielleicht mit einem kleinen Kind oder 3 Jugendliche auf dem Festival oder sogar 4 Jugendliche in so einem Längsschläferbett auch querschlafen und dann entsprechend mehr nebeneinander. Ja, ich habe einfach im Längsschläferbett ein schöneres Raumgefühl, viel größer wirkt hier alles. Ich habe einen Schrank mehr, das sind quasi die 40 cm mehr, habe ich dann natürlich auch eine Staufläche da oben drüber. Und wenn ich mir jetzt so einen verregneten Tag vorstelle unterwegs, da lässt sich natürlich immer größere Autos schöner miteinander aushalten, wie wenn jetzt alles ein bisschen komprimierter ist. Ich habe im Längsschläferbett 2 separate Matratzen. In der Mitte in der Regel so kleine Matratzen zum Rein- und Rausmachen. Ein weiterer Vorteil, ich kann diese Matratzen auf einer Seite, wenn ich das möchte, austauschen in härtere, weiche Matratze, genauso wie es eben zu mir passt, wie es gemütlich ist. Das ist schön, so hat jeder sein individuelles Bett. In dem 6,40 Meter Fahrzeug habe ich dann auch immer beim Längsschläfer ein Bett, das ein bisschen kürzer ist, aufgrund von dem Bad. Hier in dem Summit habe ich es auf der linken Seite von mir aus gesehen, ein bisschen kürzer, auf der anderen Seite entsprechend zur Küche hin ein bisschen länger. Welche Nachteile hat das Längsbett? Vielleicht ist für der eine oder andere verschenkter Raum einfach, wenn man nur drin schläft und ansonsten das Mehr an Raum nicht wirklich nutzen kann, mag für der eine oder andere vielleicht verschenkter Platz sein. Vielleicht ist für der eine oder andere so, dass man eigentlich ein kürzeres Auto will, aber das Längsbett muss man halt den Nachteil dann in Kauf nehmen, dass man ein langes Auto hat im 6,40 Meter, weil es das eben nur im 6,40 Meter gibt. Wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen auch im 6 Meter Auto. Jetzt bin ich im Querbett hier in einem Trenta 600 und alle 6 Meter Fahrzeuge und alle 5,40 Meter Fahrzeuge haben dieses Querbett. Bis auf 2 Modelle, die 6 Meter lang sind. Das ist der Roadster 600L und der P2 Relax. Das sind 6 Meter Fahrzeuge mit Längsbetten, aber alle anderen Pössl Fahrzeuge haben, wenn sie 45 oder 6 Meter lang sind, diese Querbetten. Was ist das Schöne an den Querbetten? Ja, das Schöne ist, es ist lang genug für erwachsene Leute, die, ich sage mal so, um 1,90 rum groß sind, ein bisschen größer, kleiner auf jeden Fall, weil angegeben im Katalog sind diese Betten mit 1,95, 1,96 Länge und da hat man als Erwachsener tatsächlich schön Platz. In fast alle Modelle ist auf der Seite, wo die Küche ist, das Außenfenster und die Lichtleiste, weil man auf der Seite mit dem Kopf schläft. Die Seite ist auch immer insgesamt ein bisschen breiter,
Wenn man da mit der Schulter liegt, dann hat man einfach mehr Platz für die Füße. Unten braucht man natürlich nicht so viel Platz. Es gibt ein paar Modelle, immer da, wo die Raumdusche ist, auf 6 Meter Fahrzeugen. Raumdusche heißt mitten im Bad die Dusche, das ist dann insgesamt komprimierter. Und in den Fahrzeugen ist dann das Fenster und die Lichtleiste auf der anderen Seite drüber. Und da ist es breiter, dann liegt man mit der Schulter, mit dem Kopfbereich drüben auf der linken Seite. Ja, ein weiterer Vorteil von einem Querbett. Ich kann ganz problemlos meine Matratze, meine Bettroste, meine Lattenroste, die da drunter sind, aufeinander stapeln, auf der Seite stapeln und kann was durchladen, wenn ich dieses Brett da unten rausziehe. Dann kann ich problemlos was durchladen. Bei den 640er mit den Treppen geht es auch, aber es ist aufwendig, diese Treppen rauszuschrauben, wegzumachen. Das macht man dann mal so kurz hier im 6 Meter Fahrzeug. Das geht wirklich ruckzuck, zack, aus der Schiene das Brett raus, was langes durchladen aus dem Möbelmarkt oder mal das Fahrrad reinstellen, wenn ich das Bett abbaue und das Brett rausmache, ganz problemlos. Welche Nachteile hat so ein Querschläferbett? Ein Nachteil ist bestimmt, dass man, wenn einer nachts aufsteht und der hinten liegt, dass der über der andere drüber klettern muss. Man kommt vielleicht auch mal in ein Alter, wo man das nicht mehr so gern macht, wo das schwieriger wird. Und dann ist es natürlich gut, wenn das nicht der Fall ist, wenn man nebeneinander schläft, wenn jeder sein eigenes Bett hat. Dann habe ich natürlich durch den komprimierten Raum hier hinten im Heck entsprechend weniger Stauraum unten drunter. Im Längsschläferbett kann ich auch immer mal unten rein, oft wenn ich das Vorderrad ausbaue vom Fahrrad, schon mal ein Fahrrad reinschiebe von der Länge her. Das geht natürlich im 6 Meter Fahrzeug nicht mehr. Im Querschläferbett Auto. Außer ich mache meine Matratze weg, der Bettrost weg und schiebe es durch. Das geht natürlich dann schon. Und auch ein Nachteil ist dann natürlich die vorgegebene Länge von 1,95, 1,96 hier von der einen Wand zur anderen. Da haben dann große Leute natürlich Schwierigkeiten. Alles, was so 1,90 und größer ist, wird da in Konflikt mit einer Seite kommen. Von daher eignet sich dann für große Leute entsprechend das Längsbett viel besser. In vielen Modellen, wie in allen 6 Meter Querschläfern, ist es inklusive des Heckfensters in den Türen wie hier. In den 6,40 Meter Fahrzeugen kann man es oft mit der Zug stellen. Würde ich auf jeden Fall machen, weil es ist einfach schön, wenn man morgens aufwacht, rausguckt über den See, die Entler zuguckt beim Schwimmen und die Silhouette von den Bergen sieht oder das ist immer schön, vom Bett aus direkt rausgucken zu können. Ja, wenn dich so ein Auto interessiert, ob Querschläfer, ob Längsschläfer, komm zu uns ins Pösl-Center nach Metzingen. Wir zeigen dir die Autos, da kannst du Probe liegen und dann wirst du ganz schnell sehen, welches das richtige Fahrzeug für dich ist. Wir freuen uns auf dich, melde dich gerne. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.